fangen. Ja, ich mache einen Steilkurs, so 10 Minuten Philosophie, so vom Altertum bis heute. Ich sag eine, wir haben jetzt so Vorträge gehört, dass also es kommt immer sowas wie Fun vor, was da Spaß ist. Und dann gibt es andere Leute, die sagen jedes Wort, zweite Wort im Vortrag Soul. Und manche wollen dann wissen, ob es eine Identität überhaupt gibt, weil wir uns hier einbilden. Das steht in der Vedanta auch schon oder bei Buddha, dass das Ego ist Illusion. Ja, und dem Nirvana, die Hauptaufgabe des Menschen ist es abzulegen. Das gibt's alles schon, das wollte ich nur sagen. Das sind verschiedene Seiten unseres Denkens, das möchte ich kurz sagen, das ist schon lange in der Philosophie, das mache ich in Rekapitulation. Und dann muss ich leider sagen, dass hier sowas wie normale Menschen, die kommen auch in meinem Vortrag vor, die sind wahrscheinlich nicht hier. Also, das sind die Leute, die sagen, was macht man denn nun eigentlich? Oder ist man bei Facebook ja oder nein? Verstehen Sie? Hier sind nur Leute, die sagen, für die Seele ist es nicht gut. Und die anderen sagen, das macht Spaß. So, und was man macht, wird hier nicht beantwortet, aber das sind die Mehrheit der Menschen draußen, die sind so. Die sind nicht hier vielleicht, ja, weil die nicht zu so Konferenzen gehen, nicht zu TEDx. Weil das so alles revolutionär wird hier. Und diese Mitte, das ist das Problem. Okay? Das sehen wir jetzt in Ägypten auch. Da ist so ein Friedensnobelpreisträger, der weiß, was im Prinzip zu tun wäre. Dem hört man auch zu und dann stehen die sich jetzt heute gegenüber und dann kommen die anderen Leute. Denn was man macht, das ist nicht klar. Und auf der anderen Seite sind die Fundamentalisten, die sagen, das Leben wird jetzt ganz anders gemacht. Und diese Gruppen stehen immer nebeneinander. Und darüber möchte ich kurz reden. Ich habe das in allen Varianten, auch Naturwissenschaften, man kann das mit EEG-Wellen nachlesen, dass Leute verschiedene Wellenlängen im Hirn haben, manche sind rechtshörnig, linkshörnig und so weiter. Das lasse ich jetzt alles mal weg. Ja? Und jetzt kommt eine normale Erklärung, die Sie mit nach Haus nehmen können. Ich habe auch ein dreibändiges Werk darüber geschrieben. Das habe ich ein paar da, also wenn Sie so 20 Euro für irgendwelche Bücher haben, ich habe da welche mit vor. Okay, also jetzt kommt das hier. Jetzt macht man das. Wo ist denn das jetzt? Das ist jetzt echt Web. Gut. Okay, also es geht weiter. Da ist Omnisophie, das ist die Lehre, die finale Antwort auf alle Philosophie, die habe ich schon mal gegeben, das ist ein Buchtitel von mir, das ist meine digitale Identität, da sind jetzt immer so, ich schreibe alle 14 Tage eine Kolumne, bis sie irgendwie dann irgendwie alles schlucken, was ich schreibe. Gut, ich probiere mal. Also es geht um sowas. Das gibt's auch als Plakat. Das also so richtig schön. Also das hat der Springer Verlag mal dazu gemacht. Ich habe das nur mal mitgebracht. Nur damit. Also IBM hat den Sinn des Lebens gesponsert. Das wollte ich nur mal. Okay, das ist der Werbeteil. Die waren ganz arglos. Ich habe nur gesagt, du könnt ihr das aufs Plakat setzen. Ja, klar. Okay, also jetzt sachlich. Die steht in jedem normalen Buch über Management Education. Also, ja, dass Mitarbeiter optimal arbeiten, wenn sie in einer gewissen, bestimmten, präferierten Bluttemperatur sich gut fühlen. Gell? Also wenn jetzt einer da draußen warten muss, ob noch Nachzügler kommen, der kriegt doch so eine Krise. Der muss warten und ist so offensichtlich unterfordert und dann wird man irgendwie böse. Ja, so, wenn Sie so einen Job haben, so Nachtwachen oder sowas, das ist ganz furchtbar. Ja, und dann fängt man Nägel zu kauen, wird man nervös. Da steht da alles, was man dann hat, gell? So, und dann gibt es eine Zone, wo man normal arbeiten kann und dann gibt es so eine Zone, wo man unter Stress arbeitet und irgendwie immer so die Termine hat, dann fängt man an zu zittern und fängt an Blödsinn zu machen. Okay? Klar. Also Sie arbeiten gerne in dieser Zone. Sie arbeiten gerne in dieser mittleren Zone, das ist total klar, das ist jedem Menschen klar, nur nicht Ihrem Chef. Der macht jetzt Stress.
und drängt sie in diese Zone raus. Und für ihren Chef scheinen sie nur gut zu arbeiten, wenn sie Irrational Problem Solving machen und unter Stress stehen. Okay? Und das liegt daran, dass verschiedene Menschen verschiedene Stresszonen haben. Das ist noch in keinem Lehrbuch erschienen. Also meine Stresszone, die ist irgendwie weiter hier. Weil ich als Mathematiker will man doch nachdenken, oder? Und dann sagen Mathematiker und so Philosophen, bitte lass uns doch mal 2 Wochen in Ruhe. Dann sagen sie, du, da ist das Quartalsergebnis schon und so weiter. Und dann hat man immer diesen ganzen, dann sagt man, ich, oder die Leute, die kreativ sein wollen oder ihre Seele sprechen oder so, verstehen Sie, das ist alles irgendwie weiter da. Und Management ist da irgendwie weiter draußen. So, das führt uns zu der folgenden philosophischen Feststellung. Dass es wahrscheinlich sowas wie 3 Kurven gibt, einfach 3. Ja, also das ist jetzt die vereinfachende Version für Philosophen, damit sie was damit anfangen können. Ich kann auch Continuum-Hypothesen machen, das ist egal. So, Behauptung, also das ist meine Kurve. Wenn man unter Low Stress sein will, also ich will in Ruhe nachdenken, dann fange ich die Leute aggressiv an zu werden und den Menschen zu predigen, dass Liebe, Wahrheit und Frieden das Wichtigste auf Erden ist. Wenn die anderen das schlucken, dann ist die Welt immer in meiner Comfortzone und ich kann gut arbeiten. Mein Sohn zum Beispiel, der ist so ein bisschen so einer, der nicht. Das ist langweilig. Verstehen Sie? Ich habe so verschiedene Spezies zu Hause, ja, also so mittlere, und mein Sohn ist ganz eindeutig außen. Sie müssen es so, wenn ich arbeite sozusagen, und mein Sohn macht, boom, alle kommt nach Hause, alle Hauselektronik aus, alles ist irre laut, und dann gehe ich in sein Zimmer und schreie, hier kannst du nicht arbeiten, ich bin zu Hause. Und dann sagt er, das weiß ich, ich habe schon alles leiser gestellt. Ja, so. Okay, Sie haben das Prinzip verstanden. Also wenn ich gerade ausflippe, dann fängt es ist bei ihm noch langweilig. So, was ich sage, es gibt sowas wie 3 Spezies, also die einfach die haben, die normalen Menschen in der Mitte, die hier nicht sind. Wir machen Ordnung, Treue und Sorgen und Kümmern und so weiter, was man macht. Und das sind die dann, ja, so. Dann können wir ganz viele Fragen schon beantworten an diesem Diagramm. Also die sagen, wie es im Prinzip sein sollte. Die sagen niemals das Wort ich, weil das nah an Buddha ist. Also die sagen immer im Prinzip, und wir müssen das ganzheitlich sehen und wir müssen das von die Wurzel, wir können keine Symptome bekämpfen und wir müssen das grundsätzlich das Problem lösen und so weiter. Ja? Die sagen, guckt nach, was man macht. Die sagen nicht ich, niemals, sondern immer man macht das so. Ich will nicht in die Kirche, man geht in die Kirche. Ich glaube nicht an Gott, man glaubt an Gott. Ja? Und die sagen, verstehen Sie, das ist eine andere Geschichte. Die sagen, Gott gibt es nicht. Wenn es überhaupt einen gibt, bin ich es so. verstehen Sie? Und die sagen echt ich. Ja, und die sind jetzt hier bei diesen Identitätsfragen, die wissen irgendwie, was ich ist. Die beweisen, dass es gar keins gibt. Und so weiter. Und das ist der Streit in der Philosophie. Das hat was mit Hirnpräferenzen zu tun, das will ich aber nur anmerken, also wenn Sie zweifeln. Also das ist mehr Rechtshirndominanz, Intuition. Das ist Normalverstand, also so wie ein handelsüblicher IBM-PC. Gell? Und das ist mehr Apple-artig schon rüber. Jetzt habe ich das alle verschlagen. Das ist mehr Körper. Ja? Also der vorige Vortrag ging um Körper. Also ich habe noch eine Tagesordnung dabei. Homo ludens kommt nachher. Was ist das? Körper, gell? Everybody's beautiful. Was ist mehr da? Also Sie können alle durchgehen, verstehen Sie? Und jeder Philosoph nimmt sich hier so ein Ding raus und sagt, das ist meine Philosophie, hilft überhaupt nichts. Ich habe jetzt deswegen Omnisophie geschrieben, es gibt 3, also mindestens 3. Und alle Leute streiten sich immer nur, welches die richtige ist, gell? Und das machen wir auch, mit der Ausnahme, dass die heute nicht da sind. Okay, Aristoteles, das ist total 1000 Jahre, also, ja? Also einmal durchlesen. Was ist äußeres Wohlergehen? Der normale Bürger. Mann baut ein Haus, gell? Und zahlt es ab. Trefflichkeit des Wesens, ganz links.
Ja, das ist Platons Philosophie. Ich widme mein Leben der Annäherung an das Gute. Punkt. Okay. Und Eudemien, also Suche der Lust, das machen die mit dem Körper, die einen haben. Die Mathematiker haben keinen. Ja, also nicht so wirklich, das wissen Sie ja. Gell? Ich habe das mal geordnet. Das soll man nicht lesen können, ich kann es ja durch. Also Einsiedler, Kloster, Bibliothek, Waldorf, Schule, Universität, Ingenieur, Bank, katholische Kirche, Gymnasium, Human Resources, Unternehmer, Vertrieb, Sport, Wettbewerb, Abenteuer, Krieg. Also von Buddha bis Paris Hilton. Volle Bandbreite, gell? So, und das ist das normale Leben. Und die Auseinandersetzungen zwischen uns, die finden auf dieser Bandbreite statt. Gell? Also bei Waldorfschulen lachen immer alle. Wissen Sie, so eine Mutter, die so Jute-Taschen hat und grün wählt und Doppelnamen. So. Die sagt, ich Komfortzone ist Liebe. Und dann schickt sie ihre Kinder dahin. Weil ihre Gehirnorientierung ist so. Verstehen Sie, wenn die das so einschickt wie mein Sohn, dann pflügt da so eine Waldorfschule doch um. Oder es gibt Ärger, verstehen Sie? Man muss doch die Schule wählen nach der Hirnorientierung des Kindes und nicht nach denen der Eltern und so weiter. Und vielleicht habe ich jetzt ein paar Leben gerettet, wenn Sie das... Okay, also so zu den Lehren. Also Nirvana, Tao, Platon, Maslow, Psychoanalyse, Homöopathie, ja? Chirurgen, nein, schneid erstmal. Ja, Ringelblumentee gibt es nachher. Hippokrates, Aristoteles, ja, die Regeln, katholische Kirche gehört dazu, medizinisches Programm, Behaviorismus, man verhält sich so, reine Verhaltenstherapie, Anreizsysteme, Flow, NLP, Körpersprache, Psychopharmaka. So, das ist die Antwort. Und das ist in jeder Wissenschaft. Die theoretischen Mathematiker sind hier und die praktischen da und die theoretischen Physiker hier. Sie können jetzt alle Wissenschaften einfach durchdeklinieren. Es ist immer dasselbe. Also kommt darauf an, ob sie nur einen Geist oder nur einen Körper haben. Viele Mathematiker sagen, du kannst einen Körper gleichzeitig haben und einen Geist. Das stimmt zwar im Prinzip, also logisch gesehen geht das. Mathematisch gesehen muss ich Ihnen aber sagen, dass Sie natürlich eine Identität haben, um konsistent bemüht sein müssen. Deswegen sind Sie meistens faktisch das eine oder andere. Das ist das Problem. Ja? Also liegt auch an der gefühlten Bluttemperatur. Sie können nicht gleichzeitig unterm Baum sitzen wie Buddha und dann wieder irgendwie Party machen gehen. Okay. So, dann haben wir die ganzen Werte dabei, die Glaubenskriege. Ich habe einfach ein paar aufgeschrieben, also sowas wie Selbstwerdung und das steht dann hier, Ethik, Sinn, Schöpfung, kein Ego und hier ist eben MS Excel, Management, Hierarchien und so weiter. Das ist alles das, was man tut und das ist, was im Prinzip getan werden soll. Und das ist jetzt, was so in Mode kommt, was jetzt gerade in der Leistungsgesellschaft eine Rolle spielt. Also das ist mehr so Kampf, ja, nicht nur Freude am Leben, sondern auch Kampf um Leistung und so weiter, was uns gepredigt wird. Und das Internet, also nicht nur das Internetzeitalter, aber die Tendenz jetzt in die Turbulenzen in der Wirtschaft, diese ganzen Finanzkrisen sind irgendwie, dass diese Leute die Oberhand gewinnen. Die sagen, das macht man nicht, aber es wird faktisch jetzt so gemacht, also. Okay, wir können jetzt einfach durchgucken, also was diese ganzen Wege sind. Was ist Shareholder Value ganz rechts? Ja, Geld verdienen. Glückswege des Aristoteles, habe ich schon gesagt. Es gibt so psychologische Lehren, Karen Horney oder die späte Psychoanalyse, die sagen, man hat so, wenn Aggression kommt, dann gibt es sowas wie, ja, ich kann weglaufen. Das machen alle, die mit Sinn des Lebens zu tun haben. Die wenden sich der Welt ab und werden Einsiedler und sagen, mit dieser bösen Welt will ich nichts zu tun haben. Ja? Und fühlen sich total moralisch. Das, also verstehen Sie, die Weltanschauungen sind nicht, das habe ich vorhin gesagt, sie lieben Friede, Liebe,
Wahrheit, Sehnsucht, Saint-Exupéry muss die Sehnsucht nach dem Meer haben und so diese ganzen Geschichten. Und im Grunde laufen sie weg, wenn Konflikte da sind. Im Namen der Liebe, im Namen des Friedens, im Namen der Wahrheit und sagen, diese böse Welt, der entsage ich und ich will gar nicht so viel Geld verdienen wie jene da. Verstehen Sie? Das ist auch eine Art Lebenslüge zum Teil. Also könnte es auch als Philosophie bezeichnen, ist egal. Ja. Ich gebe nur mal das Nachdenken. Und die anderen schützen sich, also die Leute, die jetzt sich anpassen bei einer Aggression, das sind die machen, was man macht. Und wenn man alle tun, was man macht, dann kann mir nichts passieren und dann ist alles sicher. Ja, wenn ich zum Beispiel über ganze Internet so diskutiere, wie das jetzt weitergeht, dann in normalen Konferenzen sind ja normale Menschen und die sagen, ist das denn sicher? Wird bei Facebook nicht was mit meinen Daten gemacht? Muss ich da nicht Angst haben? Und die warten auf Ausführungsbestimmungen. Also wie man das macht, damit einem nichts passieren kann und so weiter. Ja? Und das ist eine Anpassungssache. Und die anderen gehen wüst rein und fangen sich ein paar Dialer und Rennwetten ein und irgendwas, haben dann mal 1.000 Euro Schulden abzuzahlen. Und das ist richtig satte Erfahrung da im Internet. Das sind verschiedene Kulturen. Und die Low-End, also die friedlichen, liebenden Soul-Wahrheit-Menschen, die schreiben halt Wissenschaft und sagen, das Urheberrecht muss wegfallen. Wir brauchen ein bedingungsloses Grundeinkommen und alles ist ruhig. Ja, das sind bestimmte Assoziationswolken. Und die normalen Menschen, die sagen, wie genau, wer bezahlt das? Und dann kommen diese echten Fragen, die man auch beantworten muss. Und die mehr so auf Fun gehen, die sagen jetzt, also lass uns los, da ist was Neues. Oder, ja, Facebook ist ja als Dating-Company entstanden. Ja? Wenn Sie normale Menschen fragen, dann sagen Sie, das Internet ist einfach ein Ort der Sünde. Und das Einzige, was man machen darf, ist Google. Mann, ja, also Mann guckt bei Google. Das ist jetzt allgemein akzeptiert, ja. Und Sie merken das immer so, wir haben eine Weile gesagt, dass Microsoft, erst IBM, dann Microsoft die Welt beherrscht, da haben wir uns total geängstigt. Und dann haben wir gesagt, Google beherrscht die Welt und haben uns total geängstigt. Und jetzt ist aber Google in der Mann-Zone, Mann macht das. Und jetzt fürchten wir uns vor diesem Facebook, dass die Welt beherrschen. Und in 3 Jahren ist Facebook wieder Mann. Also dann ist festgelegt, dass jeder mit seinem Real Name, bei Amazon war das auch so, da konnte man unter Quatschkopf irgendwie als Rezension schreiben. Jetzt muss man sich einloggen mit Real Name und sonst, ja, so. Und dann wird man bei Facebook auch mit Real Name drin sein und dann ist es Mann. Und dann wird die Angst ist dann wieder weg. Verstehen Sie, die Angst ist deshalb, weil das noch nicht beim Mann angekommen ist. Und im Prinzip haben wir diese beiden Kulturen hier im Raum. Die einen sagen, wir wollen jetzt mal was ganz Neues, irre was machen, ja, Festplatten anschrauben, dass ich immer verliebt bin, dass das mich so hinkriegt. Und die anderen, die bloggen mehr und sagen, jetzt können wir irgendwie sowas wie die Seele, die Weltseele, also kennen Sie auch Religionen, wo alles ist eins, Atman, der Atem der Welt und ich bin eins mit dem Sonnengott Ra in Ägypten und so weiter. Das sind wieder die Low-Energy-Sachen und die High-Energy-Sachen, die bekämpfen sich jetzt gewesen und sind nebeneinander. Und ab und zu wird was eingefangen und in Mann reingegeben. Gibt es hier eine Uhr? Okay, das meiste habe ich schon gesagt. Zu meinen Vorrednern, ich gebe Ihnen nur ein prominentes Beispiel zur Verwirrung, also was zur Verwirrung beiträgt. Wenn Sie an mein Diagramm nehmen durch die drei Klima, dann sagt die Maslow, das ist die normale Maslow-Pyramide, sagt einfach, dass sowas, was Fun ist, also was rechts war, das ist nur das niedere tierische Grundbedürfnis. Und was Mann macht, das ist in der Mitte. Und was im Prinzip sein sollte, Selbstverwirklichung, das ist oben. Und was Maslow einfach macht, er sagt, ich bin ganz, ganz links in dem Diagramm und ich habe recht. Und dann wird es nachher, so die sind noch ein bisschen abartig und die sind ganz schlimm. Mehr steht da nicht drin. Und sie glauben das.
sind einfach alles, viele Philosophien sind einfach Wertungen gegen den anderen Teil der Menschheit. Und das Problem ist, dass diese Selbstverwirklicher ungefähr so nur 10% sind. Also ich habe Statistiken gemacht, bei IBM haben so 1000 Leute geantwortet. Auf meiner Homepage habe ich um Testwerte gebeten, können Sie mal gucken. Das sind alle Persönlichkeitstests, insbesondere Autismustests, wie für Mathematiker. Ich habe Artikel darüber geschrieben, es wird jedes Vorurteil, was Sie immer haben, wird bestätigt. Also ich kann Statistiken haben, ich habe es auch alle publiziert in Büchern. Es kommt darauf, dass die Selbstverwirklichung nur von so 15% der Menschen verstanden wird. Das sind die Links, die sind getestet links. Also Rechtshirndominante sind 15%. Normale Menschen gibt es vielleicht 40-45% und Lustorientierte auch so ein Drittel. Und die kämpfen halt miteinander. Sie können ja an Ihre Familie denken, was Sie für Diskussionen darüber haben. So, ich gehe ganz kurz durch. Wir haben das Problem, dass Mann weg ist. Also Mann, die katholische Kirche hat ganz lange Regeln von Aristoteles übernommen. Aristoteles könnte Erfinder des PowerPoints sein, also da stehen immer lange Listen. Oder bei der Stoa, folgende 27 Dinge sind von übel oder folgende 53 Sachen darf man nicht machen. Okay, das ist weg. Ja, es wird langsam, also sozusagen Gottgefälligkeit wird durch Leistung ersetzt, also Sie müssen Ihrem Boss gefallen, dann sind Sie irgendwie nicht mehr so richtig. Wir erleben sozusagen eine Migration des ganzen Gefüges nach rechts. Man tut das nicht, aber es wird getan, das ist das Problem. Und es gibt eine Finanzkrise, obwohl man das nicht tut. Die in der Mitte wollen ja kein Risiko haben, die wollen immer alles sicher haben und sind dagegen, aber sie machen mit, weil sie Angst haben, ihren Job zu verlieren. Deswegen machen sie etwas, was man eigentlich nicht tut. Und das, jetzt verändert sich eben alles und wir müssen gucken, wie sich das verändert. Also ich schreibe gerade so irgendwelche Sachen, was man im nächsten Zeitalter brauchen muss. Ich sehe, dass alle Leute keinen richtigen Chef mehr haben. Man muss jetzt selber Chef sein. Das hat keiner von uns gelernt, das Schulsystem bringt uns dienen bei. Und die Psychos, die sagen, also ganz links, die sagen, du musst zuhören. Stimmt, aber man muss auch sich Gehör verschaffen, gell? Das haben wir aber nicht gelernt, weil man das abgezogen. Verstehen Sie, kriegt immer nur eine Seite von der Medaille beigebracht. Und dann lernen wir immer bei den Psychos, du musst authentisch sein. Bei manchen ist das nicht so gut, wenn man authentisch ist. Und so weiter. Also ich will nur sagen, dass sich das stark im Umbruch bewegt, dass unser Bildungssystem sozusagen für die Veränderung überhaupt nicht vorbereitet ist. Unser Bildungssystem paukt uns nur Wissen ein. Das ist bei Google, das brauchen wir nicht. Und das können wir einfach weglassen. Und die Frage ist, wie gesagt, das ist hier mehrfach gefragt worden, wie sieht der Mensch aus? Wie sehen die neuen Werte aus? Ich arbeite dran. Also im nächsten Buch kriegen Sie eine volle Breitseite, was man können muss. Und das ist dann irgendwie mehr in der Linie, dass wir eben auch versuchen müssen, wir müssen dienen lernen, das können wir, aber auch irgendwo herrschen lernen und Manager sein und was durchdrücken und so weiter. Ja? Und wenn man denkt dann über so Lichtgestalten für den Gutenberg nach, wie kann der das? Der hat das gelernt. Ja, ich habe ein Interview mit seiner Mutter gleich oder Tante gelesen, hat gesagt, er hat alles vom Leben bekommen, ist als reicher Mensch geboren und wir haben ihm beigebracht, das ist das Härteste in der Erziehung, dass jemand, der viel bekommen hat, auch eben mehr geben muss. Und das müssen wir im Grunde lernen, also vielleicht auch ohne was bekommen zu haben. Dankeschön. Ja.